Ich lese das Solinger Tageblatt von Montag, den 20. Januar 2020. Auf Seite 4 heißt es. Medvedev bleibt Chef von geeintes Russland. Moskau. Punkt. Dmitri Medvedev wird auch nach seinem Rücktritt als russischer Ministerpräsident die Regierungspartei geeintes Russland weiterführen. Ich bleibe Vorsitzender Partei, Zitat Ende, sagte der 54-jährige in einem am Sonntag veröffentlichten Interview des russischen Staatsfernsehens Prvi Kanal, erster Kanal. Medvedev war am Dienstag nach der Rede an die Nation von Kremlchef Wladimir Putin samt Kabinett zurückgetreten. Putin ernannte ihn dann zum stellvertretenden Chef des russischen Sicherheitsrats. In Russland wird 2021 ein neues Parlament gewählt. DPA. Tschüss.